Zu einem Kellerbrand wurden die Einsatzkräfte am Montagabend nach Heidelberg-Rohrbach alarmiert. Ein Anwohner bemerkte das Feuer gegen 18.30 Uhr im Untergeschoss des vierstöckigen Wohnhauses in der Rudolf-Hell-Straße. Beim Eintreffen war schon eine starke Rauchentwicklung sichtbar und die Kräfte waren schon damit beauftragt, in den Kellerbrand vorzugehen. Es handelt sich um ein größeres Mehrfamilienhaus mit einer Tiefgarage im ersten Untergeschoss und im zweiten Untergeschoss befindet sich ein größerer Raum, in dem verschiedene Kellerareale sich befinden für die Mieter bzw. für die Eigentümer. Es hat sich sehr schnell herausgestellt, dass im unteren Bereich, im zweiten Untergeschoss, der eigentliche Brandherd war. Aufgrund der starken Wärme- und Hitzeentwicklung war es aber für die Einsatzkräfte sehr schwierig, in diesen unteren Bereich vorzudringen. Die Feuerwehr Heidelberg hat daraufhin den Großlüfter eingesetzt, um hier sehr schnell für die Rauchfreiheit zu sorgen und auch für eine Wärmeabfuhr durch die vorhandenen Öffnungen zu ermöglichen. Dadurch konnten die Trupps relativ gut in den zweiten Untergeschoss vorgehen. Aber auch hier sind die nächsten Probleme dann gekommen, dass die ganzen Kellerareale verschlossen waren und mühsam durch die Feuerwehrkräfte dann die einzelnen Türen aufgebrochen und abgelöscht werden mussten. Es befanden sich zu dem Zeitpunkt, als wir eingetroffen sind, die Mehrheit der Bewohner im sicheren Außenbereich, sodass hier keine Gefährdung für die Bewohner bestand. Auch im Verlauf des Einsatzes wurden keine Bewohner, aber auch keine Feuerwehrkräfte gefährdet bzw. verletzt. Der Einsatz war für die Feuerwehr Heidelberg sehr umfangreich. Wir mussten auf alle Kräfte der Feuerwehr Heidelberg zurückgreifen, auf alle freiwilligen Feuerwehreinheiten der Feuerwehr Heidelberg. Wir haben die Berufsfeuerwehr Mannheim zur Unterstützung angefordert mit Atemschutzgeräten und Atemluftflaschen sowie die Kollegen aus Leimen zur Unterstützung der vorgehenden Trupps, weil wir mit unseren eigenen Kräften ausgereizt waren. In der Spitze waren ca. 100 bis 120 Kräfte von Feuerwehr Heidelberg, Berufsfeuerwehr Mannheim, Leimen sowie Kräfte des THWs Heidelberg hier vor Ort und des DRK ebenfalls. Das THW hat uns zum einen bei der Ausleuchtung im Außenbereich unterstützt, beziehungsweise dann aufgrund dessen, dass die Fassade in Mitleidenschaft gezogen wurde, haben die hier noch Sicherungsmaßnahmen im Bereich der Fassade bzw. Kontrollfunktionen durchgenommen, dass da kein Brand darunter steckt. Und im Nachgang musste noch ein Statiker durch das THW nachgefordert werden, weil wir im Untergeschoss massive Abplatzungen im Betonbereich feststellen mussten, die jetzt statisch beurteilt werden. Der Einsatz oder das Feuer ist gelöscht. Wie geht es hier momentan weiter an der Einsatzstelle? Wir haben es 1 Uhr nachts. Das Feuer ist jetzt in der Tat gelöscht. Wir gehen davon aus, dass eventuell noch ein, zwei Glutnester da sind. Von daher wird bis in die frühen Morgenstunden eine Brandwache vor Ort sein. Wir bauen große Teile der Schlauchleitungen jetzt bereits zurück, lassen aber mit Sicherheit noch entsprechende Anzahl an Rohre vor Ort, um sofort Maßnahmen noch einleiten zu können, wenn es zu einem Auflagern kommt. Erst nach mehreren Stunden konnte der Brand vollständig gelöscht werden. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Sachschaden auf ca. 150.000 Euro. Personen wurden dabei nicht verletzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.